Hey, yo! Hallöle. Hi. Heute ein total spannendes Thema. Die Dinger sehen immer langweilig aus. Ich habe jetzt auf Amazon was entdeckt. Und zwar so eine Stickerbomb. Angefangen hat alles vorige Woche. Und zwar habe ich mein Auto wieder neu beklebt. Oder wieder beklebt, neu beklebt. Und ja, das Dach blieb irgendwie übrig. Und dann dachte ich mir, ja cool, so Stickerbomb habe ich schon mal auf Amazon gesehen. Wäre sicher cool. Und da gibt es eine komplette Klebefolien, so 1 Meter, 1,50 Meter, mal keine Ahnung, diverse Längen. Und dachte ich mir, ist sicher zu viel. Natürlich hätte es genau gepasst. Habe dann was anderes gefunden. Und zwar so eine Stickerbomb, so einzelne Sticker. Sieht man das? Ich glaube, das kennst du ein bisschen. Ja. Ist ein richtig amerikanisches Produkt. Ich werde es dir dann auch verlinken. Mit Warnhinweisen, Achtung für Kinder unter 3 Jahre. Und ganz wichtiger Hinweis, Achtung, ca. 30% der Aufkleber könnten nicht jugendfreien Inhalt beinhalten. Ich habe es gehofft, habe noch nichts gesehen. Die Verpackung kommt so, ist mit einem, ja, ist nicht für Kinder und ist mit einem lustigen Löwen zugeklebt. Sieht man das? Funny, aber soll so sein. Heißt Waterproof Stickers Home ist eben gedacht für, ja, für Reisekoffer, für Notebooks, für Handycovers und auch für Autos. Ja, klar werden auch ein paar Sticker aufs Auto kommen. Ich habe gehofft, da sind die 400 Stück drinnen. Und ich hoffte irgendwie, mein Dach damit zu bekleben, obwohl ich einen kleinen Kombi habe, es sollte das Dach nicht so groß sein, und habe das dann aufgemacht. Ja, und die Sticker sind sehr klein, ganz sicher 400 Stück, also ich schätze mal, das sind hier 4×100 Stück, kostet circa, irgendwas sind die 20 Euro, ich werde jetzt nicht nachzählen, aber, ich werde sie nicht nachzählen und dennoch auspacken. Ich werde jetzt einfach verwenden. Und ja, viel Spaß mit dir dabei. Hier sind ja jede Menge geografische. Hotel Schwarzer Bock in Wiesbaden, warum auch immer. Italy, Austria, Original Swiss. Okay, das dürfte jede Menge. Frankfurt sehe ich hier gerade. Ja. Lustige Aufkleber halt. Dann haben wir als nächstes, was ist denn da? Doc Bless America. Es wird das amerikanische Aufkleber sein. Also es gibt ja, steht auch in der Beschreibung dabei. Ich hoffe, das Rascheln ist nicht zu wild. In der Beschreibung steht dabei, das sind bunt gemischte Aufkleber zu verschiedensten Themen und naja, man weiß halt nicht, was man bekommt und so halt wie Lady Liberty. Halsband und Mount Rushmore ist hier dabei, eine Blume, irgendein Zombie, ja, also wenn du das bestellst, lass dich überraschen, was hier dabei ist. Gott, vom Jugendfrei sind wir leider weit weg, hier war irgendwas Lustiges dabei, ja, Stickerbomb, natürlich ist auch eine Bombe dabei. Juli, gut, jede Menge Aufkleber, aber bis jetzt ist noch keiner doppelt dabei. Dritte Packung, schauen wir hier. Ja, das dürfte so lustig sein, Smiley mit Sonnenbrille, ein Panda, der auf einem Einhorn reitet, sehr cool, eine Wassermelone, ein Frosch, noch ein Frosch, Kürbis, Frosch am Surfbrett, aha, sehr froschlastig. Was gibt es hier noch? Ja, Bananen, Heller, jede Menge lustige Sachen. Yo, man! Jawohl, I'm happy. Der kommt fix aufs Auto oder aufs Notebook. Ich sage jetzt nichts. Dauerwerbesendung, eh schon wissen, steht wieder vielleicht irgendwo, da ist eine geile Sache. Viertes Sackerl.
Okay, hier haben wir einen Mac. Kennt den noch jemand? Gangnam Style? Herzer? Jawohl! Perfekt! Ein Angry Bird. Ein Affe, ein Wal, schnaufende Turnschuhe. Ja, es ist jetzt wirklich bunt gemischt. Ein Hund mit Bockern, auch sehr lustig. Wieder ein Panda, ein Roller, irgendein Plüschtier, eine Krone. Yes. Flash, sehr cool für alle Nerds da draußen. Irgendein Pokémon ist da. Sehr cool. Also, ja, einfach Spaß-Sticker. 400 Stück. Bunt gemischt, ja, ausgepackt ist es doch. Recht viel. Also, die Box ist jetzt, die Schachtel ist gerade ziemlich voll geworden. Ich glaube, das sieht man hier. Ja, mein Notebook hier. Sieht langweilig aus. Gleich, wenn du es beklebst, ja, das Notebook ist meistens offen. Hab schon ein paar, ich sag mal, schräg beklebte Notebooks gesehen, wenn du so arbeitest. Und du klappst es zu und fängst jetzt zu bekleben an, ist alles spiegelverkehrt, ja. Einmal umdrehen und in diese Seite. So, also, wir haben hier den Homer Simpson. Gut, es sind wirklich billige Aufkleber, das heißt, hier ist ein bisschen Nagelarbeit notwendig. Ja. Sehr gut. Die Aufkleber sollen angeblich wasserfest sein. Ist okay. Das heißt auch outdoor geeignet. Lass mich überraschen. Ein Notebook sollte das aber nicht so tragisch sein. Was nehmen wir hier noch? Ja, es soll ja auch ein Reisenotebook werden in Zukunft. Der Reiseblock soll immer mehr vorangetrieben werden. Oh, das ist eine Bastelarbeit. Ich glaube, ich werde bald mal ein Skalpell holen. Gut. Wenn man natürlich Drucker aus Aufkleber aus der Druckerei gewohnt ist, dann ja, ist das hier ein bisschen eigenartig, aber macht nichts. Ich lasse mich überraschen. Was gibt's hier noch? Ja, der kommt drauf. Der kommt drauf. Nö. Mal sehen. Ich denke mal, ich werde hier ein bisschen vorspulen. Zurück. Ich habe eines gefunden mit Popcorn. Das passt ganz gut, weil bei mir läuft eigentlich immer im Hintergrund das Teil hier. Für Podcasts und YouTube-Videos und Co. Passt gut. So, ich habe jetzt ja einige ausgesucht. Jetzt werde ich anfangen, das zu bekleben. Ein paar eckige, ein paar runde, diverse Sticker. Ich weiß noch gar nicht, entweder mache ich alles voll. Dürfte in Summe gar nicht so wenig sein. Also die, hier so, wenn sie so lose herumliegen, ich muss mal ausprobieren, dürfte sich doch ein Teil vom Auto ausgehen. Ich werde das einfach mal circa ausrechnen, Anzahl der Sticker und durchschnittliche Größe und Größe des Autotags, wäre irgendwie schon lustig. Ja, das Schöne an diesen Aufklebern ist, einfach rauf damit. Also wer schon mal sonstige Beklebungen gemacht hat, das ist immer ziemlich eine Action, damit alles gerade ist und eingemessen ist und keine Falten drinnen sind und dass sich ja nichts überlappt. Mit diesen Stickern hier, der ist einfach rauf und have fun. Ich
dürfen sich auch mal ein bisschen überschneiden. Sieht mir ein bisschen mit. Ich denke, das ist okay. Ich habe mir hier ein paar motivierende Sprüche ausgesucht. Ich denke, also Sprüche, Sticker. Ich glaube, da sind ein paar dabei, die passen einfach zu mir und ja. Wer schon mal eine Notebook-Beklebung hatte, geschäftlich sind die Dinger sehr interessant, weil einen die Leute gerne ansprechen darauf. Wenn man irgendwo in einem Café oder in einer Bar irgendwo sitzt und zu einem Notebook aufkreuzt. Und da ist es recht cool, wenn ein Homepage-Link drauf ist. Und das gefällt mir nicht. Durchaus, der ein oder andere Sticker ist vielleicht lustig. So kommt man ins Gespräch. Das ist cool. So, ein paar habe ich noch. Ja, die Sticker passen zu mir. Das ist okay. Einer ist dabei, der passt auch zum T-Shirt. Ja, das macht Spaß. Mit ein bisschen Übung bekommt man die Sticker doch ganz leicht runter. Das funktioniert gut. Bekommt schon langsam Farbe. Ja, es sind dann doch nicht so wenige. Wird dann doch recht schnell voll. Autodach überlege ich mir noch. Ansonsten hole ich mir sicher die Stickerbandfolie, also die komplette Klebefolie, die vollflächige. Und sieht doch geil aus, oder? Und hier gemütlich wo sitzt. Macht Spaß zu arbeiten. Sehr cool. Ja, das war's. Stickerbomb. Diverse Aufkleber, man muss sie nicht mühevoll sammeln, sondern einfach bestellen und ja, macht Spaß, überall bekleben und sorgt sich irgendwie dafür ein Lächeln. Okay, ciao.